Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Und heute wollen wir halt den Rattenfluch brechen. Das wird ein Spaß. Wir sollen zur Reusinsel gehen und da den Graham treffen, den guten Fischer. Auf dem Ohr ein bisschen leiser stellen. Sonst höre ich mich gar nicht selber reden. Das ist schlecht. Wo ist denn hier ein Wegeschild? Müsste irgendwo ein Wegeschild sein. Warum drängelst du denn so? Theoretisch, weil das ja hier ein Ort ist, der auf Karte angezeigt wird. Deswegen muss es hier irgendwo ein Wegeschild geben. Da gibt es auch ein Wegeschild. Ein klein wenig Jump and Run. Und dann geht's auch zurück zur Insel, Alter. Ich bin richtig gespannt, erst recht, was Kera dann noch von mir will, bevor sie mir hilft. Denn ich mache die Kera-Quests nur, damit ich Hilfe bekomme für die Schlacht auf Kaer Morhen gegen die wilde Jagd. Ansonsten, wir gehen ganz ehrlich, da ist er doch schon. Aber ja, einfach hier gewartet hat, ne? Gott, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nee, fast einen falschen Spielstand abgespeichert. Soll ich mir erst mit einer reden? Na komm doch mit hoch. Alter. Wir bleiben. Alter, Erscheinungen. Beim letzten Mal habe ich... So lange habe ich... Es war nicht unmöglich. Wir hätten zusammen sein können. Und jetzt ist sie tot. Und ich bin schuld. Hätte ich sie ja, nur beschützen genau können. Du bist nur schuld, Du kannst Alter. Die Vergangenheit nicht ändern. Aber du kannst ihr helfen, ihren Frieden zu finden. Na, Erscheinungen. Es ist schrecklich hier. Es ist zu still. Na los, beeil dich. Bringen wir es hinter uns. Ich erinnere mich noch an die Schreie. Unmenschlich waren die. Jetzt ist es leise. Sie sind alle tot. Alle tot. Dagegen kannst du aber nichts machen. Geh weiter. Dagegen kannst du aber nichts machen. So gern du es auch wolltest. Das geht nun leider nicht. Auch schön, dass er mitkommt. Das ist... Ja, okay, er hat einen Hexer als Begleitung, also von daher. Hoffentlich ist er kooperativ diesmal. Mal gucken, wie sie reagiert, wenn sie dich sieht. Bist du das? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Annabelle, die du verlassen hast. Weißt du nicht mehr? Annabelle, ich dachte, du wärst tot. Hätte ich's besser gewusst, hätte ich dich nie allein gelassen. Ich hätte alles für dich getan, alles, das weißt du. Glaub mir, ich flehe dich an. Beweise es. Graham, Vorsicht. Der macht's wirklich, Alter. Oh. Oh.
die Seele rausgezogen, Alter. Oh, endlich. Der Fluch ist gebrochen. Und Graham und Annabelle sind wieder vereint. Jetzt könnte man sagen, dass er gestorben ist, ist traurig, aber er wollte es ja so haben. Er wollte ja mit ihr vereint sein, egal was. Dies tat ich. Das heißt, hier ist jetzt Ruhe. Ja, hier ist definitiv wieder Ruhe im Turm. Das heißt, wir können zu Kera gehen und sagen, dass wir erfolgreich waren und uns die Belohnung abholen. Was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Hoffentlich ist es Geld und ihre Unterstützung. Das wäre für mich, das wäre das Beste. Aber so wie ich die kenne, kommt dann noch, ja, ich habe dann noch eine letzte Aufgabe für dich. Da ist noch eine tote Erscheinung. Wo geht's denn hier raus? Bin ich schon unten? Hä? Ich sehe gerade den Ausweg nicht so richtig. Das müsste man. Moment mal ganz kurz. Ich habe Folgendes nicht ausgerüstet. Es ist wahrscheinlich unter Sonstiges. Ich gehe mal davon aus, dass das da runter ist. Die Fackel. Nee. Wo ist denn die Fackel? Die Fackel müsste doch hier eigentlich irgendwo sein. Ist denn die Fackel? Herunter, was ist denn das dann? Magisches Glühwürmchen, sonstiges. Handwerk wird's nicht sein, Questgegenstände auch nicht. Dann kann es nur unter Ausrüstung sein, ja. Unter. Was ehrlich jetzt? Unter Waffen? Unter Waffen ist die Fackel? Was ist denn da? Was läuft denn da falsch? Mit einmal speichere ich ab. So. Wo wollte ich vor uns durchgehen? Da. So, das müsste jetzt eigentlich. Ja, da unten ist die Erscheinung, die Tote. Und dann müsste der Ausgang da drüben sein. Nee. Ist er nicht. Da ist es auch nicht. Das heißt, es müsste hier sein. Und keine Kerametz, die zufällig hier da steht und dann sofort mit mir reden will. Das ist suspekt. Kann man hier oben noch was finden? Das wäre für mich ganz interessant. Fell des weißen Wolfes? Warum ist da mein Fell? Naja, noch ein bisschen Müll gab es schon noch. Ein paar schwache Schwerter. Aranea. Und Geistblatt. Ja, die Sachen waren nicht komplett scheiße, die hier sind. Dann gehen wir mal zu Kera. Die offensichtlich schon die nächste Quest für uns hat. Dass aber auch auf der Insel kein Fragezeichen ist, ne? Das ist komisch. Waldhütte Mittelhain. Warum ist denn die nicht bei der Waldhütte? Die ist irgendwo anders diesmal. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Dass die nicht in ihrem Haus ist. Die plant irgendwas. Die plant definitiv irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Nur mal so aus Interesse. Was bringt denn die Klinge, die ich gefunden habe? Ja, die wäre eigentlich relativ gut, nur halt die Sockelung, die ist halt dann doch schon das Schicksal. Wo habe ich denn die her? Das Schicksal?
könnte von irgendeiner Quest gewesen sein, die ich gemacht habe. Irgendeiner Monster-Quest. Irgendwie tragen die Monster-Quest-Monster, haha, immer irgendwelche Klingen dabei bei sich oder Rüstungen als Quest-Belohnungsgegenstand wahrscheinlich. So, Kera. Turm voller Ratten, ja. Ich sehe sie noch nicht. Doch, sie ist in ihrem Haus. So, dann sagen wir ihr mal Bescheid. Jo, ich hab's erledigt. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Dankeschön. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Konntest du Graham überreden, mit dir in den Turm zu gehen? Hast du ihm gesagt, dass dort eine Pest auf ihn wartet? Er kannte das Risiko, aber auch viele Geschichten über wahre Liebe, deren Kuss jeden Zauber aufheben kann. Irgendwie hat ihm das Mut verliehen. Und? Ist es gut ausgegangen? Wie man's nimmt. Der Fluch ist gebrochen. Annabels Geist ruht in Frieden. Aber Graham ist tot. Armer Kerl. Aber er hat gezeigt, dass es wahre Liebe öfter gibt, als manche denken. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Also gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Noch einen Turm befreien? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Was macht man nicht alles für Unterstützung? Ein Gefallen unter Freunden. Der Weidler will ein paar Worte mit mir wechseln. Was will er denn wechseln mit mir? Welche Worte? Der Weidler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weidler. Keine Sorge. Der Weidler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe vergilt. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weidler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Ich find's gruselig, wie alle mich finden die ganze Zeit. Und wenn ich jemanden suche, dann... Es ist mir suspekt. Aber gut, was ein Ahnenfest ist, das weiß ich nur schon. Also deswegen habe ich das nicht hinterfragt, das kann ich erklären. Und zwar, das ist ein Kreis von Druiden, die sich halt versammeln zu einem Kreis. Wer hätte es gedacht? Und dann halt mit einem Feuer die Geister beschwören. Und dann versuchen wir denen irgendwie zu reden, um sich eventuell manche Sünden der Ahnen, die sie gemacht haben, irgendwie... Ganz ehrlich... Wachter Schatz von was wird's? Ach, Endriagen. Die greifen Monster an, obwohl die sehen, dass ich die gerade erledigen will. Sehr mutig von dir.
So, du wirst auch noch ein paar drauf haben, habe ich gehört. So. Das war's mit euch. Alter Pferd, jetzt beruhig dich doch mal. Der Herrscher ist zwar tot, aber er wollte es so wissen. Der war böse, verdammt. Und böse Menschen dürfen Hexer töten. Nee, ist Spaß, aber... Was haben wir hier Schönes? Ist das der Schatz? Nee. Das war auch nicht. Oder war das schon? Ist, glaube ich, noch nicht ausgegraut. Das Schatzsymbol, das ist ja noch was da. Hier sehe ich nichts weiter, nur Zwergenschnaps. Und eine Wasserflasche, das ist natürlich, ne, das ist wertvoll. Los, lauf! Einmal eine Spalte getrunken. Hier sind wir also. Am Ort des Geschehens. Und nach den Quests machen wir dann, ich würde sagen, noch die Dingens, ne, die Weidler Quest, das Ahnenfest. Da vorne will irgendwas. Galgengasse. Ach, Ertrunkene. Ganz ehrlich, die will ich noch mit schnell erledigen. Ertrunkene und ein Wasserweiler. Meine Liebe. Ey, sag mal. Oh, macht das Schatz. Oh. Mein Schwert ist kaputt. Das kann gar nicht sein. Reparaturset. Ich würde sagen, Gesellen dürfte reichen. Ich habe nämlich einen Verschleiß von 50%. Oh, das ist heftig. Da geht einfach mal mein Schwert den kaputt. Noch jemand? Na, wenn du willst, hier. Ich erlöse dich gerne. Eine durchweichte Nachricht. Liebe Wessi, ne, wer will, kann gerne durchlesen. Ich bin überlastet. Muss also irgendwas wegschmeißen. Irgendein schick normales Schwert, was er kann. Der Knüppel, ganz ehrlich, der kann weg. Ich wiege genau noch ordentlich zu viel. Weg. Die bessere Armbrust rüste ich gleich aus. Der Tod von oben und die schmeiße ich weg. Kavallerie-Stiefel, das sind keine gesockelten, also weg. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Oh, die Rüstung kann ich bald tragen in 5 Level. Oh, es ist ja bald. Aber die ertrunkenen Sachen nehme ich dann doch schon mit. Die... Man soll ja nichts umkommen lassen. Oh, Herzogswasser, das ist natürlich fantastisch. Galgengasse, das ist natürlich hier von Nekrophagen wimmelt, das ist... fast selbsterklärend. Hat doch hier irgendwas in der Spur? Ah, hier. Große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Welche Richtung muss ich denn folgen? Große, schwere Räder. Das ist doch in die Richtung. Wo führt es mich denn hin? In den Wald? Ach, warum denn in den Wald? Da sehe ich nur ein Rad, aber das soll ich anscheinend nicht untersuchen. Mal raten, große, schwere Räder. Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. Wahrscheinlich auf der Flucht vor irgendwas? Ja. Ja, ein Händler allein in Belen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen.
Haben wir denn hier Schönes? Menschlich. Aus einer Arterie. Kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Hat sich versteckt und auf Hilfe gewartet, die niemals eintraf. Willkommen im Leben. Volker. Wir haben es geschafft, alter Freund. Wir haben nicht nur alle Vorräte verkauft, sondern auch noch zum dreifachen Selbstkostenpreis. Unser Kunde will alles. Wein aus Beauclair, auch nicht schon wieder. Vom Bubble bis zum ältesten Jahrgang. Ich kann die Sprache nicht aussprechen. Weiß, Rot, Rosé. Alles. Fleisch. Einmachfleisch, Pfeffer, Zimt, Nelken. Ich sage dir, Freund, er will alles. Mittelhain? Ach, das ist doch Keras Lieferung, oder nicht? Das ist doch Keras Lieferung, wenn ich mich nicht recht entsinne. Weil da wurde Mittelhain erwähnt und die wohnt zufällig in Mittelhain. Also Substanzen und sogar Quenglüten. Essensreste, zerlegtes Fleisch, Katoblepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Die Ladung ist noch intakt, aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Keira das wohl erklären wird? Mir kommt die auch nicht sehr magisch vor, aber ja, es hat bestimmt schon irgendeinen höheren Grund, den wir noch nicht verstehen. Zumindest jetzt noch nicht, wie zum Beispiel, man muss während dem Zaubern ja auch mal was essen und das muss was Gutes sein, um die Energie wieder aufzufrischen. Man weiß es nicht. Und ganz ehrlich, das will ich auch wissen, warum die das braucht. Ja, der Schatz war hier, aber ich will wissen, ob das alles war. Ne, da hinten hörst du doch noch eine Endriaga. Ne, das da hinten sind Wölfe, gut. Das war wirklich der ganze Schatz? Da ist ein Steckbrief am Baum. Es sind einige arglistige Feiglinge desertiert und die nun in kleinen Gruppen aus. Ach, also das heißt, die Banditen hier, das sind die Deserteure. Na gut, weil wenn sie es wissen wollen. Tötet ihn, werft ihn in den Graben. Na, versuch's doch. Ich mag dich halten, niederträchtiger Mutant. Hast du die überhaupt schon mal gesehen? Die Meditele? Weil wir wissen, ob die gut aussieht. Ich mach das einfacher, ganz ehrlich, Junge. Wenn du so willst. Alter, das gibt's doch nicht! Komm her! Fehler. Definitiv Fehler. Ich muss mal ganz kurz meditieren, eine Stunde. Aber auch nie lernen, ne? Das ist. Wenn er schon seine ganzen Kumpels abschlachtet, dann kann man doch davon ausgehen, dass ich da keine Chance habe dagegen. Ach, manchmal wäre eine bessere KI bei den Gegnern, zumindest bei den menschlichen Gegnern, schon wünschenswert. Das wäre schon manchmal. Kann ich irgendwas Neues brauen? Das wäre schön zu wissen. Absurde. Oh, Öl, verbessertes Gift der Henken. Verbessertes Reliktöl, das nehme ich gerne mit. Das mache ich auch noch mit. Da haben wir es gleich erledigt. Tränke an sich, verbesserter Absud, das wäre ganz cool. Aber wir haben den normalen nicht, ne? Da fehlt Neckerherz. Wir haben weiße Möwe, das. Und das. Wir könnten eigentlich theoretisch sogar bald die überlegene Schwalbe machen. Das wäre ganz praktisch. Die überlegene Schwalbe wäre ganz praktisch für uns. Weil die Schwalbe ist ein Heiltrank. Und Heiltrank ist an sich nichts Falsches.
sondern hilfreich. Hä? Ach da. Printtaube. War das nicht auch irgendwas gut? Mal ganz kurz nachgucken. Das war doch auch irgendwas gut. Bomben, überlegene Kartätsche. Hammer theoretisch sogar da. Also wir haben die noch, die verbesserte Hammer da. Die Credo und Hopfendolden. Überlegene Demeritium-Bombe. Da fehlt wieder was. Aber die können wir eigentlich herstellen. Ignatia-Blüten. Die könnten wir herstellen, wenn wir eine Ignatia finden. Ich schaue mich mal ganz kurz hier im Wald um, ob ich eine Ignatia-Blüte finde. Nee, aber ich find Molly-Pfeil. Hauptsache den finde ich. Ignatia-Blüten, das ist vortrefflich. Das ist vortrefflich. Bomben, verbessert Demeritium. Wenn ich jetzt noch Nigredo hätte, ne? Dann kann ich es herstellen. Das müsste hier damit sein. Carmin, Nigredo. Weiße Möwe fehlt. Ach, verdammt. Ach, Mist. Aber die könnten man auch theoretisch machen, die weiße Möwe. Da müsste ich nur mal ganz kurz zu dem Wegeschild. Ich weiß ja, wo ich hin muss dafür. Ganz kurz zu dem Wegeschild. Ach, ich bin zu weit weg, ne? Mittelhain. Dann von da aus nach Krähenfels. Und von Krähenfels zu diesem... Zum... Wie hieß der Typ? Was ist der... Wie hieß denn der? Scheiße, den Namen vergessen. Der da ja auch noch die... die Greifenquest ausgehangen hat. Der Typ. Beim Schmied. Weiße Myrte nehme ich mit. Und bei der verkauft nämlich die Zutaten für die weiße Möwe, die wir herstellen müssen. Alchemisch. Und die will ich haben. Denn dann können wir uns Nigredo herstellen. Und aus Nigredo können wir uns dann die überlegene... Demeritium-Bombe herstellen. Das ist, wäre ganz praktisch für uns. Demeritium-Bomben sind gut, vor allen Dingen gegen Vampire und gegen alles, was sich irgendwie transformieren kann. Eigentlich fast gegen alles Magische, also was magische Attacken benutzt, magische Verteidigungsstrategien benutzt, ist theoretisch gegen uns dann machtlos. Oh, hier ist der Licht. Wollte ich nicht. Hier hast du Licht, mein lieber Herr. Also gut, so. Was ich auch noch machen will, privat, sind diese ganzen Gewinnquests. Zumindest die ganzen kleinen Gewinnquests. Die mache ich dann auch irgendwann. Damit wir die ganzen Turniere hier noch mitnehmen können. Das wäre wieder irgendwie ein Traum. Ich möchte handeln. Ich möchte handeln. Oh. Das hast du so, was hast du noch so Schönes? Oh. Ich brauche nämlich das hier. Ich brauche das hier. So, du kannst auch von mir gern noch etwas bekommen, wenn du willst. Was gibt's nur dafür her? Ach, das ist nichts wert. Die Karten, was ist denn das? Gewinn, neutrale Karte, Finte. Blaue Streifen. Cynthia. Nilfgaard, okay, gut. Auf Wiedersehen. Gut, dann würde ich sagen, lesen wir mal ganz kurz die Karte durch, die wir bekommen haben, ne? Die Karte. Nee, ist hier wahrscheinlich mit. Wäre ein Questgegenstand. Verbesserung der Katzenschule, alles gut. Und somit... Ich muss leider jetzt abmoderieren. Bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß beim Video. Tschüss. Hallo und